In diesem Video schauen wir uns die Reolink Argus 2e Videoüberwachungskamera an. Diese hat als Besonderheit ein komplett kabelloses Setup. Das heißt, in der Kamera ist ein Akku verbaut und gleichzeitig ist sie über Wi-Fi verbunden und kann Bilder dadurch direkt an ein Smartphone oder theoretisch auch an eine Cloud schicken. Wie gut das ganze Setup funktioniert und wie gut die Bilder der Kamera sind, das zeige ich euch nach dem Intro. Ich habe das Video jetzt im Prinzip in drei Teile aufgeteilt. Erstmal die Vorteile der Kamera, dann die Nachteile der Kamera und dann reden wir mal über die Ideen zur Anwendung. Was kann ich also mit der Kamera realistisch tun? Gut gefallen hat mir das Konzept, dass die Kamera komplett kabellos ist. Das wird bewerkstelligt durch die kabellose Anbindung über WLAN und einen integrierten Akku. Das macht die Kamera insgesamt sehr schwer, aber da man die ja nicht rumtragen muss, ist das auch nicht wirklich interessant. Zudem habe ich noch eine Solarzelle dabei, die kann ich dann eben auch verwenden, um die Kamera nicht regelmäßig aufladen zu müssen, sondern einfach mit der Kraft der Sonne den Akku wieder aufzuladen. Ich habe jetzt hier nicht so eine optimale Sonnenlage, kann immer nur morgens damit laden. Das funktioniert auch so einigermaßen, bei mir reicht das allerdings nicht, um die Kamera vollzuladen. In meinem Fall müsste ich dann die Kamera monatsweise vielleicht mal manuell aufladen oder eine Powerbank dranhängen, dass sie sich mal wieder volllädt oder so, aber die Solarzelle erfüllt schon ihren Zweck. Zusätzlich habe ich bei dieser Kamera eine interne SD-Karte, auf der die Videos gespeichert werden können. Die Videokompression ist ziemlich aggressiv und von daher kann einfach viel auf der SD-Karte gespeichert werden. Eine Cloud-Anbindung wäre theoretisch auch möglich, dazu kommen wir aber dann bei den Nachteilen, denn so einfach ist das Ganze nicht. Was auch sehr gut ist bei der Kamera, ist die energiesparende Bewegungserkennung. Ich habe schon Kameras getestet, die auch eine Bewegungserkennung hatten und die machen das so, dass der Videostream die ganze Zeit aktiv ist und entsprechend, wenn hier eine Änderung im Bild erkannt wird, dann beginnt die Aufzeichnung. Das funktioniert aber nur realistisch, wenn die Kamera die ganze Zeit am Strom hängt, da dieses Verfahren ziemlich stromhungrig ist, da ja die Kamera die ganze Zeit aktiv ist. Bei dieser Kamera ist auf der unteren Seite ein kleiner Bewegungsmelder integriert und der führt eben dazu, dass nicht die ganze Zeit die Kamera aktiv ist, sondern nur dieser Bewegungsmelder und der braucht entsprechend weniger Strom. Erkennt der eine Bewegung, dann erst wird überhaupt die Kamera eingeschaltet. In meinen Tests hat das immer sehr zuverlässig geklappt. Die Bewegung wurde sogar schon so ein bisschen vorher erkannt, also bevor man ins Bild läuft, hat die Kamera schon eine Bewegung erkannt. Das heißt, die Kamera kann schon im richtigen Moment eingeschaltet werden, wenn das bewegte Objekt eben ins Bild kommt. Auch sehr positiv ist die integrierte Gegensprechanlage. Wenn ich die App benutze, kann ich alles hören, was die Kamera hört, denn in der Kamera ist ein Mikrofon verbaut und in der Kamera ist zusätzlich auch noch ein Lautsprecher verbaut. Diesen Lautsprecher kann ich eben mit der App benutzen, indem ich auf der App auf ein Symbol drücke, dass ich jetzt sprechen möchte und dann kann ich demjenigen, der vor der Kamera steht, irgendwas zuflüstern. Das ist übrigens die Qualität, wie man sie über die Netzwerkverbindung hört. So hört sich dann das Mikrofon an. Gut hat mir auch gefallen, dass die Kamera mit ein paar cleveren Befestigungsmöglichkeiten kommt. Zum einen kann ich die ganz klassisch mit einer Schraube befestigen. Ich kann aber auch ein Band benutzen und die zum Beispiel an einem Baum befestigen. Und zu guter Letzt ist noch so ein Stand dabei, wenn ich die zum Beispiel indoor einfach nur irgendwo hinstellen will. Auch sehr gut bei mir funktioniert hat die Nachtaufnahme. Die Kamera erkennt zuverlässig, wann sie die Nachtaufnahme aktivieren muss und dann werden eben die Infrarot-LEDs aktiviert und das Ganze wird ein bisschen ausgeleuchtet. Man bekommt dann diese typischen Schwarz-Weiß-Aufnahmen, aber auf denen ist auch noch viel zu erkennen. Kommen wir jetzt aber zu den Nachteilen. Habe ich vorhin schon angesprochen, die Kamera hat eine sehr aggressive Videokompression. Das sorgt dafür, dass die Videos klein sind und das Ganze halt mit dem Streaming auf die App gut funktioniert. Darunter leidet dann aber wieder die Qualität der Videos. Dann kommt noch dazu, dass ich versucht hatte, das Ganze in QNAP zu integrieren. Also mein QNAP NAS hat so eine App, die nennt sich irgendwie Surveillance Station und die kann mit Reolink Kameras theoretisch zusammenarbeiten, aber nicht praktisch, wenn die einen Akku haben. Macht auch technisch einfach Sinn, weil ich ja schon vorhin gesagt habe, der Videostream ist nicht die ganze Zeit aktiv, um eben Akku zu sparen und damit ist das nicht brauchbar, das Ganze ins QNAP zu integrieren.
Die Bewegungserkennung, die funktioniert auch sehr zuverlässig. Also ich habe dann immer einen Alarm auf mein Smartphone bekommen, das hatte ich so eingestellt. Allerdings wird dann, wenn es Bewegung gibt, ständig alarmiert. Also wie wenn jede Bewegung ständig neu erkannt worden wäre. Also ich hätte jetzt mir gewünscht, dass da so ein paar Sekunden Pause oder vielleicht auch eine Minute Pause dazwischen liegt, dass nicht ständig, wenn da Aktion vor der Kamera ist, das Handy wie verrückt bimmelt. Das passiert genau leider. Die App-Bedienung ist insgesamt sehr hakelig. Die App kann relativ viel, aber das hakt so ein bisschen und vor allem dann, wenn ich aus dem Mobilfunknetz zugreifen möchte. Das ist auch so ein kleiner Nachteil für mich persönlich, dass das Ding halt die ganze Zeit ins Internet funkt. Es wird zwar offiziell nichts gespeichert, es wird halt nur Traffic durchgeleitet. Naja, so richtig sicher kann man sich da halt aber auch nicht sein. Die Infrastruktur, die Reolink benutzt, ist die von Amazon Web Services, also einem Anbieter, der aus den USA kommt, und das ist auch kritisch zu sehen. Ich habe jetzt gesagt, die App ist hakelig, ich kann das gar nicht so richtig auf den Punkt bringen, was mich da gestört hat. Manchmal ist die Verbindung nicht zustande gekommen, manchmal wurden meine Klicks oder meine Touch-Befehle nicht so richtig wahrgenommen, also so richtig viel Spaß hat die App nicht gemacht. Es gibt auch insgesamt Probleme bei der Videoqualität. Wenn ich nämlich jetzt hier einfach auf Aufzeichnen klicke in der App, dann wird über das Netzwerk aufgezeichnet. Das heißt, der Stream, der bei mir am Smartphone ankommt, der wird aufgenommen. Und alles, was hier über das Netzwerk geht, ich bin mir nicht sicher, ob das dann nochmal extra komprimiert wird, aber die Qualität ist sowieso nicht besonders gut. Und dann kommt noch dazu, dass da einfach auch Frames auf dem Weg scheinbar im Netzwerk verloren gehen und die fehlen dann halt einfach. Und das sorgt dann auch so ein bisschen für Kuddelmuddel, denn ich habe dann auf dem Handy irgendwas aufgezeichnet und gleichzeitig sind Dinge auf der SD-Karte aufgezeichnet, die über die Bewegungserkennung aktiv wurden. Ja, dann kommen wir doch zu den Ideen für die Anwendung, die ich schon angekündigt hatte. Was kann ich also mit der Kamera realistisch machen? Wenn ich das Gerät als Überwachungsgerät einsetzen möchte, dann bräuchte ich eine Cloud-Anbindung. Warum? Naja, wenn eingebrochen wird, dann ist ja immer die Gefahr, dass auch die Kamera zerstört wird oder mitgenommen wird. Da ist also die Aufzeichnung auf der SD-Karte auf der Kamera keine gute Idee. Das würde nur funktionieren, wenn die wirklich an einer unzugänglichen Stelle hängt, also irgendwo weit oben, wo die keiner beschädigen könnte. Da muss ich mir aber eben schon sehr sicher sein. Die Cloud-Anbindung ist in Deutschland aber aktuell nicht möglich. Bestimmt kann man sich da irgendwie drum rummogeln, aber irgendwie ein komisches Gefühl hinterlässt das schon, wenn ich hier eben nicht offiziell an die Cloud angebunden werden kann. Vielleicht gibt es hier einfach Probleme mit der DSGVO. Ich habe hier kein europäisches Land in der Liste gefunden. Auch hier werden die Amazon Web Services genutzt. Alternativ wäre hier so eine Anbindung an das QNAP-Überwachungssystem möglich, geht aber nicht wegen, Akku, hat einfach technische Hintergründe. Ein anderer Anwendungszweck wäre Tierbeobachtung. Und dafür eignete sich das Ding natürlich gut. Ich hätte auch gerne auf meinem Balkon ein paar Vögel aufgenommen. Allerdings haben die sich nicht so richtig rangetraut und kann euch jetzt leider keine schönen Bilder von Vögeln präsentieren. Im Prinzip ist es aber dafür geeignet. Man muss halt beachten, dass der Bewegungsmelder nicht so weit in den Fernbereich geht. Aber ja, wenn man im Garten irgendwie was überwachen will, wo Tiere vorbeikommen, kann man das durchaus mal testen, ob es mit der Kamera funktioniert. Bei der Gegensprechanlage fallen mir natürlich auch ein paar Dinge ein. Möchte ich zum Beispiel einen Hauseingang überwachen, ob jemand kommt, dann kann ich dem gleich Hallo sagen oder sowas. Also auch das wäre natürlich ein möglicher Anwendungszweck. Wenn du noch Ideen hast, wie man diese Kamera sinnvoll nutzen könnte, dann schreib mir das doch auch mal in die Kommentare. Ich werde natürlich meinen Senf dazugeben, ob ich das für eine gute oder eine schlechte Idee halte.